So, und jetzt haben wir den Auftrag abgeliefert. Bisher hat noch kein Pokémon angebissen. Das ist ein bisschen schade, aber gut. Kein Level Up, aber wir sind kurz davor. 5 Erfahrungspunkte, also komm schon. Bis zum Level Up. Jetzt gehen wir mal eben diese Fragezeichen abhaken. Ach gut, auf der Route können wir gleich beide mitnehmen. Perfekt. Und ja, dann hat er mich halt gekriegt. Ich habe mich, habe mir die Videos angeschaut und dann musste ich selbst mal gucken, ob ich das denn überhaupt spielen kann, denn es war ja kostenlos. Und da habe ich mir gedacht, okay, es ist kostenlos, ist mal ein Versuch wert. Und, ja, dann habe ich mir mein Handy rausgeholt und habe im Store geguckt, im Google Play Store. Ich habe übrigens Android, aber ich denke mal, das ist nicht so ganz wichtig. Vielleicht ist es schon wichtig, aber ich lege da keinen Wert drauf, sagen wir so. Ja, und dann... Trara, ja, es lief nicht. Mein Handy ist zu alt. Und ich hatte keinen Bock, mir ein neues Handy zu kaufen. Und dann bin ich stattdessen auf ein Tablet ausgewichen. Jetzt spiele ich Pokémon Go mit einem Tablet, hurra. Naja, und ja, bin jetzt die letzten Tage regelmäßig mal unterwegs gewesen und hab, ja, gemacht, was man bei Pokémon Go eben so tut. Abgesehen von Arena Captain, die habe ich bisher noch nicht gemacht. Bin übrigens mittlerweile Level 15. Bis das Video rauskommt, stimmt das mit Sicherheit nicht mehr. Aber, ja, Stand 3. August, Level 15. Ja, habe am 31.07. angefangen und warum fahre ich eigentlich noch rum? Ich habe kein Ziel. Ach, das ist das Schöne bei Pokémon Go, da hat man kein Ziel. Wie auch immer, Calais, von Calais nach Brüssel. Brüssel waren wir tatsächlich noch nicht. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ab geht's. Dann nehmen wir das. Nehmen wir gleich mal mit. Wo geht's denn hin? Okay. Jo. Jetzt war ich schon wieder aus meinen Gedanken gerissen worden. Ach ja, ich war jetzt täglich unterwegs. Also, ich meine, es ist krass, was für sich da für eine Suchtspirale entwickeln kann. Ich meine, ich bin jemand, der, wie gesagt, mit Pokémon schon Erfahrung hat und da eine gewisse Begeisterung für schon mitbringt. Also, mich hat jetzt nicht das Spielkonzept alleine gecatcht, sozusagen, gefangen. Haha, haha, verstehen? Verstehst du? Verstehst du? Naja. Ich erzähl so Blödsinn. Wie auch immer. Ich bin so am Nachdenken. Was gibt's denn da zu erzählen? Ja, ich bin halt rumgelaufen. Bin die ganzen Punkte abgelaufen und ich komme mir da mittlerweile ein bisschen blöd vor. Weil ich da teilweise extra im Kreis laufe, um die verschiedenen Pokestops die ganze Zeit abzuklappern. Ja. Ich meine, dem einen oder anderen dürfte mittlerweile schon aufgefallen sein. Also ich meine jetzt, dem einen oder anderen in meinem Ort dürfte schon aufgefallen sein, dass ich die letzten Tage immer wieder im Kreis renne. Aber gut, es macht Spaß, deswegen mache ich das auch. Außerdem kann es ja nicht allzu schlecht sein, wenn ich an die frische Luft komme. In letzter Zeit haben mir irgendwie so die Gründe gefehlt, so regelmäßig rauszugehen. Ich meine, gut, mal eben von der Haustür raus und ins Auto oder solche Sachen, ne? Gut, ich muss sagen, ich laufe regelmäßig zum Bahnhof, von daher komme ich schon regelmäßig an die frische Luft, aber ja, so richtig ausgedehnt passiert das bei mir doch eher selten. Es kann ab und zu mal vorkommen, wenn man mal grillt oder solche Sachen. Aber das kommt auch nicht allzu oft vor. Jetzt ist hier gerade dicht. Kommen wir gerade nicht rüber. Ich hoffe, das klärt sich irgendwann. Die Ampel ist ja gerade grün. Ja, aber gut. So laufe ich jetzt täglich mal die ein oder andere Stunde im Kreis und hab Spaß. Ja. gut. Jetzt hier, wo ich momentan sitze, ist gerade nicht viel los. Das ist jetzt... Ja, das Spiel weiß nicht, dass hier Häuser sind, wo ich gerade sitze. Und... Da sind wir gerade mitten in der Wildnis und leider ist es nicht so, wie man sich das eigentlich von einem Pokémon-Spiel vorstellen würde. Ich schummel mich mal gerade hier durch. Ungefähr so. Ich muss mal gerade einen Platz reservieren. Oder, na, so viel zum Dehn-Thema. Das hat ja mal hervorragend geklappt. Die mogeln sich trotzdem durch. Ja.
Wo waren wir stehen geblieben? Oh, ich bin. Das ist so mies. Ich vergesse die ganze Zeit meine Gedanken. Ja, genau. Hier ist nicht viel los. Hier gibt es nur alle 10 Minuten oder so mal. Und wenn man Glück hat, alle 10 Minuten kommt hier mal eins, wenn man nichts macht. Da muss ich schon rüber in die Innenstadt gehen, damit da was passiert. Ich glaube, jetzt ist frei. Ja, Tatsache. So, dann können wir ja losfahren. Ich will jetzt nur noch auf die Spur. Dankeschön. So. Ja, und das zu meiner Geschichte. Ich mittlerweile... Boah. Ich habe jetzt im engeren Freundeskreis zumindest... ist mir bisher noch keiner aufgefallen, der das denn spielt. Das Spiel. Deshalb bin ich da, so traurig es klingen mag, bisher alleine unterwegs, aber das macht mir überhaupt nichts, denn es ist spaßig genug. Und man trifft ja Leute. Ich meine, gefühlt die halbe Welt spielt das gerade. Zumindest wenn ich unterwegs bin. Ich meine, der Ort, in dem ich wohne, ist nicht der größte. Aber, ich sehe doch regelmäßig. Ich laufe ständig Leuten entgegen, komme regelmäßig Leuten entgegen, die das auch spielen. Gut, die meisten, denen ich entgegenkomme, ich muss dazu sagen, ich bin hauptsächlich morgens unterwegs. Also das heißt, ich stehe auf, frühstücke und gehe dann erstmal einen Moment raus, wenn ich nichts anderes vorhabe, vorausgesetzt natürlich. Gehe dann raus und drehe so meine Runden und um diese Zeit, na gut, die... Ich bin teilweise so früh unterwegs, dass da noch nicht mal Kinder unterwegs sind, also so Schulkinder und so. Das heißt Schulkinder, halt so, ja, halt Schulkinder. Aber schon halt, die dürften schon ungefähr so alt wie Ash, Ketchum oder älter. So in dem Alter halt, ne? Die laufen da hauptsächlich rum, zumindest morgens, wenn ich unterwegs bin. Da kommt man sich schon ein bisschen komisch vor, wenn man Denn zumindest um die Uhrzeit, um die ich unterwegs bin, bin ich halt der einzige so Erwachsene, sage ich jetzt mal, der unterwegs ist. Und da kommt man sich schon teilweise ein bisschen komisch vor, so nach dem Motto, warum mache ich das nochmal? Aber gut, es macht Spaß, deswegen. Außerdem weiß ich, dass ich nicht der einzige Erwachsene bin, der das spielt. Es gibt genug Gegenbeweise. Ich sehe auch immer wieder Erwachsene, so ist es ja nicht. Und ich finde das ganz cool, da sieht man zum Beispiel mal jemanden mit dem Hund Gassi gehen und so. Und dann an der Stelle, wo ich weiß, dass da ein Pokestop ist, holt er auf einmal sein Handy raus und macht da irgendwas und geht dann wieder weiter. Ja? Und dann gehe ich weiter, ich klapper ja auch die Pokestops ab. Und dann laufe ich dem Typen auf einmal wieder über den Weg und der holt wieder sein Handy raus. Beim nächsten Pokestop. Und ich denke mal, das sind Beweise genug. Oder anderes Beispiel, da läuft jemand, so jemand jenseits der 30 vielleicht, läuft da rum und holt sein Handy raus und hat da die typische Pokémon-Fangstellung. Mit dem Handy in der einen Hand und mit dem Zeigefinger unten auf dem Display bereit, um den Pokéball zu werfen. Und ja, wenn da noch der Bildschirm ein bisschen grün schimmert, dann habe ich da auch den Beweis, dass das einer von uns ist. Und ja, ab und zu kommt man auch mit Leuten ins Gespräch. Man läuft denselben Leuten immer wieder über den Weg, wenn die mal ein bisschen ehrgeiziger das Spiel betreiben. Und ja, so sieht man sich regelmäßig wieder. Zum Beispiel hatte ich das neulich so, dass ich, dass da ein Lokmodul installiert war. Und die Lokmodule sind ja eher so, ja, weniger Pokémon-Lokmodule als vielmehr Spieler-Lokmodule. Man braucht nur man installiert mal ein Lokmodul und auf einmal hat man eine Handvoll Pokémon Go-Spieler vor der Haustür, wenn man. Ich meine, wenn man zum Beispiel. Das wäre mal ganz witzig zu beobachten. Man verkriecht sich in ein Haus bei einem Pokestop, aktiviert dann das Lokmodul und guckt aus dem Fenster und misst mal die Zeit, wie lange das dauert, bis einer auftaucht. Das wird mit Sicherheit jemand kommen. Und ich hatte das auch schon ein paar Mal, dass ich mitgekriegt habe, dass in der Nähe eins installiert war. Ich bin hingegangen, aber da war niemand. Tja, was soll uns das sagen? Heißt es entweder, dass die von alleine manchmal aktiviert werden, oder dass da jemand es aktiviert hat, aber dann weggegangen ist? Oder soll das heißen, dass da jemand vielleicht im Gebäude in der Nähe ist und von da aus sich daran bedient? Hoppala. Ich fahre jetzt, mach Spurwechsel. Unbeabsichtigte.
Ah, das war so eine romanische Satzkonstruktion. Erst das Substantiv, dann das Adjektiv. Ich meine, es interessiert keinen, aber ich wollte es nur mal angemerkt haben. Ja. Jedenfalls, neulich, wie gesagt, Pokémon Lockmodule, genau, Lockmodule heißen die. Bei den Pokestops, so haben wir's. Die sind eher Spieler-Lockmodule, habe ich das Gefühl. Ich meine, man kriegt zwar alle paar Minuten mal einen Spawn von einem Pokémon, aber doch nicht allzu oft. Ich meine, da bräuchte man schon mehrere Pokestops auf einem Fleck, um da regelmäßig was zu tun zu haben. Jedenfalls, ich warte, bis die Straße frei ist, damit ich endlich mal durch kann. Das kann eine Weile dauern bei dem hohen Verkehrsaufkommen, was ich Dussel wieder eingestellt habe. Gut, ich wurde angelockt und dann bin ich hingegangen. Da saßen da zwei Jungs und haben sich halt dran bedient. Die haben das ja halt natürlich auch installiert. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen schummeln. Ach, ist sowieso gerade frei. Gut. Ist auch gut. Komm ich hier durch? Ich sehe zumindest niemanden. Deswegen fahre ich weiter. Ja, der steht da. Sieht man im Spiegel. Habe ich gerade. Ich habe den Karten-Doom-Modus erstellt. Hoppala. Jedenfalls, ja, genau. Ich muss aufhören, mich so sehr ablenken zu lassen. Ich wurde angelockt, habe mich zu denen gesetzt, zu den beiden Jungs, die da gesessen haben. Und, dann mit denen ein bisschen, ja, darum gesessen und Pokémon eingefangen. Und bis das Lockmodul irgendwann weg war und dann haben uns sich unsere Wege getrennt. Ich habe weiter die Pokestops abgeklappert und dann laufe ich irgendwann mal entlang und dann komme ich so zu unserer Kirche. Und wie gesagt, ich weiß jetzt, warum man sich da trifft, denn da sind zwei Pokestops an der Zahl, von die man gleich beide gleichzeitig erreichen kann, wenn man sich geschickt hinstellt. Und da komme ich dahin zur Kirche und sehe da, huch, da ist ja wieder Lockmodul aktiv. Gehe dahin, auf einmal sitzen die beiden schon wieder da. Und setze ich mich wieder zu denen und ja, geht das gleiche von vorne los. Ja, es ist schon witzig. Und letztens habe ich mich da sogar in Gebüsch gestellt, nur weil ich von da aus Zugriff auf beide Pokestops habe. Also man macht schon einigen Blödsinn. Schade ist halt nur, dass man nicht in die Wildnis gehen kann, um da wirklich was zu finden, weil das wäre ja eigentlich das, worum es bei Pokémon gehen sollte. Weil das machen die im Anime, das macht man im Spiel. Das war die Grundidee dahinter. Stattdessen, ja, muss man halt jetzt in die Stadt gehen, um das zu spielen. Wäre schon irgendwie cool, wenn man das so machen könnte, dass es die meisten Pokémon in der Natur gibt. Ich meine, in Großstädten könnte man Parks nehmen. Ich meine, in Parks ist ja auch einiges los. Dass es die meisten Pokémon in der Natur gibt. Aber dass man zum Beispiel die Pokémon heilen kann nach den Arena-Kämpfen oder die Items halt kriegen, dass man das in der Stadt macht, so wie es auch in den Spielen und im Anime gelöst war, ne? Das wäre cool, wenn man das so aufteilen würde. Aber gut. Ist ja nur so eine Idee von mir. Wird wahrscheinlich nicht umgesetzt werden, weil leider, wenn man jetzt auf dem Land wohnt und man ist außerhalb der Orte, dann hat man so gut wie überhaupt kein Internet. Von daher wäre das wahrscheinlich auch ein bisschen sinnfrei, das zu machen. Ja. Jedenfalls, ich hätte nicht gedacht, dass sich so eine Sucht entwickelt. Was heißt Sucht? Ich meine, ich investiere viel Zeit darin, aber es macht Spaß und ja gut, wenn es regnet, bleibe ich drin und so. Also ich bin jetzt auch nicht so übertrieben unterwegs. Und wenn ich zu Hause bin, mache ich auch noch andere Sachen. Zu Hause kann man sowieso nicht so viel machen. Passiert ja nichts. Ja. Das ist eigentlich so das. Deswegen werde ich die letzten Tage nicht mehr so in Sekundenschnelle auf die YouTube-Kommentare oder solche Sachen eingehen können, weil ich eben nicht mehr immer einen PC in der Nähe habe, bei dem ich das sofort mitkriegen würde. Ich meine, übers Handy lasse ich mich darüber nicht informieren, weil ja, das wäre mir ein bisschen zu viel des Guten, wenn ich da jetzt permanent benachrichtigt werde, zum Beispiel auch an Stellen, wo ich das vielleicht gar nicht mitkriegen will. Zum Beispiel, angenommen, ich würde jetzt, was weiß ich, ich meine nicht, dass ich da jetzt durcheinander komme. Hoppala. Und die Abfahrt vergesse. Nee, nicht, dass ich da jetzt allzu oft anzutreffen wäre. Aber angenommen, ich würde zum Beispiel in die Kirche gehen oder sowas. Das ist so das Paradebeispiel. Ich meine, es gibt ja Anlässe, um dahin zu gehen. Und
Und es gibt verschiedene Stellen, an denen man nicht genervt werden will. Ich muss jetzt mal gerade mal ein bisschen... Bitte fahr nicht in mich rein. Dankeschön. Okay. Jedenfalls gibt es Stellen, da will man nicht informiert werden, weil man... Ja, weil das unangenehm werden könnte. Oder in Vorträgen oder so, die man sich anhört oder solche Sachen. Es gibt genug Beispiele. Jedenfalls, erreichen wir... Kommen wir hier nach Lille oder... Ich glaube nicht, oder? Wir sind ein bisschen zu weit weg. Ich wechsle mal die Spur. Aber ich glaube hier nicht. Nee. Sieht nicht so aus. Wie auch immer. Ja, das war der Punkt, den ich machen wollte. Ich krieg halt nicht immer was mit und deswegen kann es in Zukunft nicht mehr allzu oft passieren, wenn ich jetzt weiterhin täglich mal unterwegs sein sollte. Ich meine, ich bin ja nur nicht den ganzen Tag unterwegs, sondern so lange, wie der Akku hält oder so. Oder so lange, wie ich Zeit habe. Und dann bin ich auch wieder da. Ich habe ja das Glück, dass ich eigentlich immer erreichbar bin, wenn ich denn einen Computer bei mir habe. Und den habe ich meistens bei mir und dann kriege ich es auch mit. Aber wenn ich halt bei Pokémon Go unterwegs bin, dann kann ich es nicht mitkriegen. Wie auch immer, das Thema habe ich jetzt zu weit ausgeführt, als es nötig gewesen wäre, denn der Punkt war sofort klar. Ich weiß nicht, warum ihr so etwas manche machen. Ich muss mich manchmal überdeutlich ausdrücken. Aus welchem Grund auch immer. Nun. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual.